Große Knarren, dicke Rüstungen, das ist Gears of War. Die kampferprobten Fleischberge sind wieder da und das ist auch nötig, denn die Locusts sind zurück und sie sind drauf und dran, die wenigen Bastionen geordneter Zivilisation, die sich in den Jahren des Krieges etabliert haben, in Schutt und Asche zu legen. Gears 5 setzt somit genau dort an, wo der Vorgänger endete. Aber der neueste Ableger der Deckungsshooter-Serie überrascht mit einigen Verfeinerungen. Gears 5 vollzieht schon kurz nach dem einleitenden Kapitel eine erzählerische Wendung. Verflochtene Verhältnisse unter den Darstellern, schockierende Flashbacks und ein Umschwung des Fokus von der Phoenix-Familie auf die einzige weibliche Ballerheldin Kate fühlen sich ungewohnt, aber willkommen an. Gears mit einer komplexen Handlung? Na, das wäre eine Übertreibung. Aber man merkt, dass The Coalition die Kritik am Vorgänger ernst genommen hat. Es gibt mehr Tiefgang, mehr Vielfalt und sogar einen Hauch mehr Lore. Und doch wird man nach kurzer Spielzeit das Gefühl nicht los, dass die Entwickler von The Coalition unbedingt einen Hauch Uncharted und einen Schuss God of War in das sonst leicht einseitige Geballer einflechten wollten. Katastrophen und unglückliche Ereignisse verändern in wohldosierten Schüben sowohl die Umgebung als auch die Zusammensetzung der Heldenriege. Es bleibt keine Zeit, sich an einen emotionalen oder physischen Zustand zu gewöhnen. Nicht, dass Gears of War zuvor unspektakulär gewesen wäre, genau wegen des Spektakels, wegen des grafischen Bombasts, war es zuvor oft nötig, das Spielfeld in offensichtliche Schlauchlevel mit geskripteten Events zu quetschen. Diese Schlauchlevel und Skriptevents gibt es noch immer in Gears 5, aber es gibt auch offenere Areale. Es lohnt sich endlich, die optisch ansehnliche Umgebung genauer unter die Lupe zu nehmen. Früher suchte man höchstens nach ein paar Collectibles, wie etwa Cogtags. In Gears 5 hat man dagegen öfter die freie Wahl, mit welchem Arsenal man den Locust den Hintern aufreißen möchte. Waffendepots sei Dank. Gears 5 fühlt sich dadurch ein wenig taktischer an als zuvor. Hinzu kommt noch Begleitdrohne Jack. Jack mutiert beinahe zu einem vollwertigen Mitglied der Kampftruppe, kann Gegner auf Kommando blenden, Sprengkörper legen und Apparaturen aktivieren, die Gegner Schaden zufügen. Allerdings nicht von Anfang an. Erst durch das Sammeln und Installieren herumliegender Technikkomponenten, die mal besser und mal schlechter versteckt wurden, wächst Jack zu einem unverzichtbaren Sidekick heran, der im Online-Koop-Gameplay für insgesamt 3 Teilnehmer sogar von einem menschlichen Spieler gesteuert werden kann. Die größte Neuerung: Es gibt jetzt 2 offenere Gebiete. Nein, es sind keine ausladend großen Areale, wie man sie in Open-World-Szenarien findet, aber wenn man etwa in der Mitte des Spiels mit Hilfe eines Segelschlittens eine schneebedeckte Bergkuppe oder eine ausgetrocknete Wüste auskundschaftet, hat man wirklich das Gefühl, keinen typischen Gears of War-Einheitsbrei abzunudeln. Zum ersten Mal in der Geschichte der Serie ist ein stiller Moment wie dieser nicht als rein stilistische Ruhe vor dem Sturm zu verstehen. Das ist eine echte Entwicklung und das Herumdüsen mit dem Schlitten macht auch noch Spaß. Hoch anzurechnen sei The Coalition, dass der grafische Genuss dabei nicht zu kurz kommt. Die Welt von Gears 5 sieht schöner aus als je zuvor. Farbkräftiger mit satten HDR-Kontrasten, architektonisch deutlich organischer, belebter und glaubwürdiger. Dass die Xbox One X diese Pracht in 4K bei 60 Frames die Sekunde darstellen kann, grenzt an ein Wunder, wobei wir durchaus kleinere Slowdowns beobachten konnten, wenn auch nicht oft. Wie flüssig und butterweich das alles im Vergleich zu den Vorgängern rüberkommt, merkt man stets, wenn von den cineastischen Zwischensequenzen, die in 30 Frames die Sekunde laufen, zu interaktiven Abschnitten umgeblendet wird. Allerdings ist technisch nicht alles rund. Egal ob auf Xbox One X oder PC, das Spiel stürzte immer wieder mal ab. Auch wurden 1 bis 2 Mal Szenen nicht getriggert, was dazu führte, dass das Spiel nicht weiterging und ein alter Spielstand geladen werden musste. Hier muss The Coalition definitiv nachbessern. Wir mochten die Gears of War-Serie schon immer, auch wenn das Geballer oft etwas grob, träge und einseitig war. Die Kampagne von Gears 5 hebt sich in unseren Augen jedoch deutlich von all dem ab, was bisher präsentiert wurde. Das Geschehen ist komplexer und abwechslungsreicher als zuvor, ohne sich zu sehr vom Stamm der Serie zu entfernen. Ein gewisser Einfluss durch Spiele wie Uncharted oder God of War ist nicht abzustreiten, dennoch ist Gears 5 ein reinrassiges Ballerspiel mit ganz anderem Fokus und völlig anderer Szenerie.
Die tolle Grafik samt satten HDR-Kontrasten und gelegentlich atemberaubenden, ja gar ungewohnt wohltuenden Farbspielen dürfte auch für Kenner ein wahrer Augenöffner sein. Der Schuss mehr Abwechslung samt offenen Arealen und einem Hauch mehr taktischer Varianz ist insgesamt sehr willkommen und so wohl dosiert, dass er die harten Fans der Serie nicht verschrecken sollte.